Das heißt also, fassen wir mal unsere Medienkritik, die wir gerade gemacht haben, unsere Gesellschaftsanalyse, ne, Sie erinnern sich, fassen wir mal zusammen. Unsere Wahrnehmung von Welt ist zunehmend medial. Auch unsere Kommunikation und Kollaboration findet in immer höherem Maße medial statt. Corona war ein Extrembeispiel. Da haben wir 2 Jahre mehr oder weniger ausschließlich medial kommuniziert. Aufgrund von tieferen Schnittstellen in die Maschine können alle Menschen zunehmend auch zu technisch handeln werden. Gleichermaßen beginnen aber auch die Maschinen immer mehr zu handeln. Ja? Wichtig ist also, dass wir idealerweise alle Menschen in die Lage versetzen, die Technik, die Algorithmen, Software, auf deren Grundlage sie Arbeit zumindest grundlegend zu verstehen. Denn nur wer über die Kenntnis verfügt, was hinter der Benutzerschnittstelle, also hinter dem medialen Interface, hinter dem Medium der Maschine vor sich geht, kann entsprechend dann kompetent wahrnehmen, dekodieren, analysieren, reflektieren und entsprechend urteilen. Das heißt, eine Medienkritik, gleichzeitig auch eine Technikkritikfähigkeit ist notwendig und konzeptionelles Technikverständnis würde ich auch noch mit dazu nehmen, damit wir in einer digitalen Welt damit eine basale Voraussetzung geschaffen haben für Mündigkeit und eben, da kommt sie wieder, Sie können es wahrscheinlich fast schon mitsprechen, gesellschaftlichen Handlungsfähigkeit. Genau. Nun fragt man sich aber immer wieder, ja, wie machen wir das jetzt? In Pädagoginnen und Pädagogen fragen, okay, überzeugt, jetzt, wie machen wir es? Ja? Einige sprechen in dem Zusammenhang von einer 4. Kulturtechnik zum Beispiel. Also, dass jetzt digitale Technik sich additiv dem Lesen, dem Schreiben und dem Rechnen unterordnet. Das. Aber eigentlich ist es ja so, dass wir das Lesen, Schreiben und Rechnen im Kontext der Digitalität und natürlich auch brauchen. Insofern ist es wahrscheinlich schwierig, das einfach nur additiv zu sehen. Daher wäre die Idee, es integrativ zu sehen, nämlich als ein Teilbestand des Rechnens, als ein Teilbestand des Schreibens, als ein Teilbestand des Lesens, nur eben in einer anderen Form. Und Modelle, die sich damit beschäftigen, theoretisch-konzeptionelle Modelle, für diese bildungsbezogene Verbindung aus Medienbildung und digitaler Bildung gibt es bereits seit einigen Jahren. Da sehen Sie zum Beispiel hier auf der Seite das Modell, das sogenannte Darkstuhl-Dreieck von 2016 und das Frankfurt-Dreieck aus dem Jahr 2018, 2019. Darkstuhl-Dreieck heißt es deswegen, weil die Informatikerinnen und Informatiker, die haben wirklich eine schöne Tagungsstätte, nennt sich Schloss Darkstuhl, das ist im Saarländischen, und da haben sich seinerzeit Medienpädagoginnen und Medienpädagogen und Informatikerinnen und Informatiker getroffen, um dieses Dreieck zu definieren. Wir haben dann festgestellt, dass das zwar ganz gut anschlussfähig ist, das Darkstuhl-Dreieck, aber in Bezug auf gerade so eine theoretisch-konzeptionelle Verortung durchaus dann noch ein bisschen mehr an Inhalten nochmal geliefert werden müsste. Und in diesem Zuge haben wir damals bei mir in Frankfurt gemacht. Und das ist der Grund, warum dieses Modell Frankfurt-Dreieck heißt. Da ging es im Wesentlichen, das, was ich Ihnen sehr stark jetzt verkürzt gesagt habe, gibt es auch entsprechend Texte dazu, gibt ganz viel im Netz, was Sie dazu noch lesen können. Das ist natürlich alles Open Source und alles Open Access. Das heißt, da gibt es einiges, was Sie dazu noch lesen können, wenn Sie wollen. Aber so jetzt stark zusammengefasst ist es im Wesentlichen das, was ich Ihnen eben gerade gezeigt habe, dass diese Perspektiven
Medialität auf der einen Seite, Digitalität auf der anderen Seite zusammenfließen. Und was kann jetzt daraus praktisch werden? Hier ist ein Modell, das ich weiterentwickelt habe, also eben diese theoretisch-konzeptionellen Gedanken eben um digitalisierungsbezogene Aspekte erweitert. Das ist das klassische Medienkompetenzmodell, Sie erkennen das schon. Das habe ich in Bezug auf das Modell, das ich Ihnen gerade vorgestellt habe, von Dieter Bark, also das Ur-Medienkompetenzmodell, weiterentwickelt in Bezug auf Aspekte der Digitalität, also der digitalen Prinzipien. Das ist ein Vorschlag für eine pädagogische Operationalisierung, also erstmal theoretisch konzeptionell, damit so eine erweiterte Medienkompetenz. Also eine Verbindung, man könnte sagen, zwischen Media Literacy auf der einen Seite und Digital Literacy auf der anderen Seite. Und ganz wesentlich ist, wenn es darum geht, die Medienkompetenzmodelle in die Praxis zu bekommen, ist gerade dieser, weil das, worüber wir bisher gesprochen haben, waren eher theoretische Gedanken, waren eher eine analytische Medienkritik, wenn Sie so wollen, die zu konzeptionell theoretischen Gedanken führt. Aber wichtig ist natürlich, wenn wir uns über die Praxis unterhalten, Sie als angehende Pädagoginnen und Pädagogen oder auch als angehende Lehrerinnen und Lehrer, wie kann ich das jetzt entsprechend in meinem Unterricht verwenden? Wie kann ich das in pädagogischen Kontexten verwenden? Und da sind Ansätze ganz wesentlich, pädagogische Ansätze, die nämlich im wahrsten Sinne des Wortes die Schnittstelle bilden zwischen den theoretisch-konzeptionellen Gedanken und der pädagogischen Praxis bzw. der Praxis innerhalb der Schule. Und da so mal ein paar kurze Spotlights, dass man sich das ein bisschen besser noch vorstellen kann, wie das dann in der Praxis aussehen kann. Beispiele könnten sein, wenn wir jetzt den Aspekt des medialen Handelns herauspicken, gleich sage ich noch was zum technischen Handeln, könnten zum Beispiel, wie arbeiten eigentlich Filmemacher? Sich Videofilme, Kinofilme anschauen, Clips und Ähnliches, auf die Frage hin, zum Beispiel, wie erzeugen Filmemacherinnen und Filmemacher eigentlich Spannung, zum Beispiel. Oder man könnte Webseiten in Bezug auf Dark Patterns untersuchen. Sie erinnern sich, das hatte ich kurz vorgestellt. Also im Prinzip ähnlich wie mit Filmen kann man im Unterricht sich auch beschäftigen mit den Wirkungen von Werbung, den Wirkungen von Werbung auf Webseiten, der Bedeutung von Cookies und so weiter. Man kann aber auch eine Strukturanalyse von Plattformen betreiben, also sich beispielsweise anschauen, was sind die Interessen, die das Mediensystem, zum Beispiel Facebook, Meta oder auch Alphabet, YouTube, beabsichtigen. Was steckt da eigentlich dahinter? Worum geht es? Oder man kann Reverse Engineering Algorithmen nachvollziehen. Darüber nachdenken, wie funktioniert eigentlich ein Mediengerät, ein technisches Gerät und warum funktioniert es so? Welche Interessen stecken gegebenenfalls dahinter? Und last but not least geht natürlich auch die Möglichkeit, ich kann nicht nur eine Filme oder Webseiten anschauen, sondern ich kann das Ganze natürlich auch aktiv machen, handlungsorientiert, indem ich mit Schülerinnen und Schülern selbst einen Film produziere und nicht analysiere, wie man Spannung erzeugt, sondern wir erzeugen Spannung und gucken, ob es funktioniert. Das nur so ein paar kurze Beispiele in Anbetracht der knappen Zeit. Aber noch ein paar Ansätze zum technischen Handeln. Denn
das hatte ich ja vorweggenommen, dass wir eben nicht nur die Möglichkeit haben, Medien zu gestalten, sondern eben auch zunehmend Software und Hardware gestalten können. Und wenn man das übersetzen würde, diese Ansätze, beispielsweise den Aspekt der Mediengestaltung, den ich Ihnen gerade als Dimension vorgestellt habe, oder auch den Aspekt der Medienkritik, genau das Gleiche gilt für die aktive Medienarbeit, dann kämen wir auf Ansätze, wie beispielsweise das Coden, wie beispielsweise das Tinkern und wie beispielsweise das Making. Ich würde davon ausgehen, dass die meisten von Ihnen mit den Begriffen des Codings oder auch des Makings weitestgehend vertraut sind oder zumindest eine Idee haben. Vielleicht bei den meisten noch so Fragezeichen bestehen, was ist denn eigentlich Tinkern? Und Tinkern kann man ganz gut erklären mit einem ganz natürlichen Verhalten von Kindern. Hier sehen Sie ein Beispiel von der TU Darmstadt. Die haben einen kleinen Roboter gebaut mit Schülerinnen und Schülern, der einer schwarzen Linie folgt. Sie kennen das, haben das vielleicht auch selbst schon mal gemacht. Das sind Geräte, die haben vorne so einen Lichtsensor drin und sozusagen der Roboter, Sie können die Linie malen auf ein großes Stück Papier, also Flipchart-Papier zum Beispiel, und dann folgt dieser Roboter der Linie, indem er durch die Differenz der Reflexion des Lichtes sozusagen diese Linie halten kann. Und da kann man unglaublich viel erklären, das fällt so in den Bereich des Makings, also der Mediengestaltung, der technischen Gestaltung, kann man furchtbar viel erklären, wie man einen Programmcode schreibt. Das geht tatsächlich auch so, dass es auch die etwas jüngeren Schülerinnen und Schüler ganz gut nachvollziehen können. Mit sogenanntem visuellen Code ist das möglich. Und dann kann man erklären, wie so ein Lichtsensor funktioniert. Dann kann man zum Beispiel fragen, in welchen anderen Geräten sind diese Lichtsensoren auch noch verbaut und so weiter. Und so kommt man natürlich mit den Kindern respektive den Jugendlichen dann ins Gespräch, auch über diese eher technischen Inhalte. Und jetzt wird es richtig spannend, wenn man die Kinder mit den Mediengeräten noch ein bisschen weiterspielen lässt. Und es wird nicht lange dauern, garantiere ich Ihnen, also zumindest habe ich es jetzt bisher immer wieder erlebt, dass die Kinder versucht werden, die Technik an die Grenzen zu bringen. Und das im weitesten Sinne ist Tinkern. Zum Beispiel werden Kinder versuchen, die Linien so eng zu ziehen, dass der Roboter die Linie verliert oder vielleicht sogar umkippt. Und dann wird es nicht nur spaßig, sondern eben nochmal lehrreicher, weil man nämlich dann über dieses Tinkern, über dieses Technik an die Grenzen bringen, noch einmal mehr lernen kann, nicht nur über die Grenzen von Technik, sondern auch über die Funktionsweise, über die Logiken, die sich dahinter verbergen. Und da sehen Sie, genau darum geht es, also nämlich, dass man das Mediensystem auf der einen Seite zur Medialität geht, aber auch das Techniksystem, Plattformen, sozusagen die digitale Basis grundlegend versteht, in der Hoffnung, dass wenn man dieses Verständnis hat, dass man dann mitdiskutieren und mitsprechen, mitentscheiden kann, in einer Welt, die immer technischer, immer digitaler wird. Das ist sozusagen die Grundidee heraus. Und das ist das, was sich in Bezug auf die Medienkompetenz in den letzten Jahren gewandelt hat.